Ja, hallo zusammen und willkommen zurück hier zu Let's Play 7 Days to Die an Tag 10. Die Nacht ist vorbei. Ich habe hier die Nacht ja sicher in diesem Haus hier verbracht, wo wir beim letzten Mal Schluss gemacht haben. Ich habe mir eine kleine Kiste gemacht, einfach mal um ein bisschen Zeug einzuladen. Wir wollen ja heute weitermachen mit der Erkundung in Richtung Westen. Ja, das wird auch eine Doppelfolge werden. Also ich werde am Stück jetzt quasi zwei Folgen aufnehmen, werde in der Mitte schneiden. Diese Folgen werden dann auch nacheinander kommen an aufeinanderfolgenden Tagen. Also keine Pause dazwischen, wie es ja auch gewünscht war, dass ich einfach ein bisschen, ja, intensiver das Ganze spiele. Ich werde es versuchen, diesen Schnitt beizubehalten, auch wenn es mir vielleicht nicht immer gelingt. Da bitte ich einfach schon mal um Nachsicht. So, genug gequatscht. Weiter geht's. Da drüben geht der Mond noch unter. Es ist 7 Uhr morgens, also ja, früher geht's eigentlich fast gar nicht mehr, dass man das Haus sicher verlassen kann. So, da hat man wieder nichts dabei, das war ja klar. Aber wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Also wir müssen schauen, dass wir hier vorwärts kommen, dass wir ein bisschen die Gegend unsicher machen und schauen, was hier auf uns wartet. Das ist ja das Spannende hier an der Random Map. Das ist ja nicht so wie bei Neverskane. Neverskane ist ja die andere Karte, die man spielen kann, die allerdings ja konstant ist. Da gibt es keine zufallsbasierten Kreationen mit Klippen und sonstigem Gedönse, sondern die Karte ist immer gleich. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt nur ein einziges Mal Neverskane gespielt und ist mir allerdings ein bisschen zu statisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch anspruchsvoller. Gerade das Thema, was so was Hunde und so angeht, also da sind wesentlich mehr Hunde auf der Karte, auch in Biomen, wo man sie normalerweise nicht erwartet. Und der Respawn, speziell auch in kleineren Städten, ist da mal richtig hässlich. Also da alleine was zu unternehmen, das ist eigentlich fast schon ein Himmelfahrtskommando. Wenn man da nicht aufpasst, da könnte ich mich nie so aufhören, so wie hier jetzt. Sondern da müsste ich echt aufpassen und meinen Hintern in Sicherheit bringen. Weil ansonsten ist ganz schnell Ende Gelände und man findet sich an seinem Schlafsack wieder. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, was haben wir denn da drüben Schönes? Habe ich doch schon was gesehen. Eine weitere Felsformation. Eine kleine Bucht. Sieht ja nicht schlecht aus. Auf jeden Fall hängt da auch ein bisschen was in der Wand. Thema Ressourcen. Gar nicht schlecht, aber gut, die Nachfrage haben wir aktuell nicht. Gell? Wir sind ja recht gut aufgestellt mit unserer kleinen Mine. Wir haben da ja genug am Start, aber auch wenn hier relativ schönes Zeug hier in der Wand ist. Aber trotzdem gut zu wissen, dass es hier was gibt, aber naja, wir haben akut keinen Bedarf, wie schon mal erwähnt. So, was haben wir hier? Eine Weggabelung. Jetzt wird's interessant. Schauen wir kurz auf die Map. Wir kommen ja von dieser kleinen Siedlung her. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Ne? Gehen wir nach Norden oder nach Süden? Ja, ich würde sagen, wir gehen nach Süden. Einfach mal so. Ne? 50-50 ist die Chance, was Hübsches zu finden. Wie schon mal erwähnt, das ist alles random. Also von dem her lassen wir uns überraschen, was uns hier erwartet. So, da erwarten uns noch zwei Mädels, die sich kurz vorstellen wollen. Grüß euch, ich habe die Ehre. Da drüben ist nochmal ein bisschen wild, aber ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal am Leben. Vielleicht auf dem Rückweg, dass wir nochmal eine Nummer jagen gehen. Also der Rückweg zurück zu unserer Hütte. Lass uns beide zusammen da drüben. Ja, aber der ist ja auch nicht von der Heatmap. Komm, die hauen wir schnell weg. Die Kollegen. Bis Gott. Oh ne, es war gar kein Spider-Zombie. Oh, shit. Ein Tick zu früh geschlagen und schon noch eine Backpfeife kassiert. Ist ja auch schwierig, ne? Tja, das kann manchmal schnell gehen, dass man sich umschaut und 1, 2, 3 hat man ein paar eingefangen. Und bis jetzt hat man ja Glück. Also wir hatten noch keine Infektion und nix. Das kann nämlich auch passieren, dass man sich eine Infektion einfängt, wenn die Zombies einen erwischen. Und dann braucht man ganz dringend Antibiotika. Ansonsten hat man unter Umständen bald ein Problem. Ne? Diese Antibiotika kann man natürlich, oder beziehungsweise ich sage immer Antibiotika, Antibiotikum ist ja die richtige Bezeichnung. Ne? Antibiotikum, Singular. Ja, das kann man sich selber herstellen. Dazu benötigt man allerdings einen Beaker und den haben wir nicht. Den Beaker kann man natürlich finden, man kann ihn sich nicht herstellen, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Ja, die größte Wahrscheinlichkeit, dass man ihn findet, ist bei einer Krankenschwester. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen scharf auf Krankenschwestern. Also nicht, um hier irgendwelche Klischees zu bedienen, ne? Nicht, was ihr schon wieder denkt, nein.
Das natürlich nicht, dass ich habe hier keine komischen Fantasien. Sondern das hat andere Gründe. Ich will nur einen Beaker. Jetzt habt ihr natürlich auch die ultimative Ausrede, ne? Speziell so zum Beispiel Faschingspartys oder sowas. Da könnt ihr den Krankenschwestern, die da so als Krankenschwester verkleidet sind, auf die Pelle rücken. Und wenn sie sagen, was denn los ist, ist du, jetzt sagst du, ich such bloß einen Beaker. Dann wird es euch wahrscheinlich blöd anschauen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wobei, für mich persönlich, ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Faschingstyp. Also ich weiß auch nicht, mir fehlen da die Gene. Es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, dieses Thema Fasching und so. Na gut, man kann ja auch nicht alles toll finden, ne? So, wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht mir nach dem verbrannten Biom aus. Ja, tatsächlich. Ein verbranntes Biom, schau an. Was ist an diesem verbrannten Biom so toll? Hier kann man zum Beispiel ganz toll Kohle abbauen. Sieht man hier sehr schön. Hier gibt es jede Menge Kohle, die man ja quasi nur mitnehmen muss, wenn man da die Pickaxe dabei hat und ein bisschen Platz im Inventar, dann kann man sich hier richtig schön bedienen. Hier ist nämlich eine ganze schöne Gesteinsschicht nur mit Kohle und diese Flecken findet man immer wieder. Also das ist wirklich das Schlaraffenland eines jeden Kohle-Junkies. Jeder, der gerne Bergbau betreibt, wird sich hier sehr gerne aufhalten. Kohle ist ja ein wichtiger Bestandteil, nicht nur als Brennstoff, sondern Kohle kann man ebenfalls hervorragend verwenden, um ja, Gunpowder zu machen. Diesen Gunpowder, also dieses ja, Schießpulver, braucht man im Endeffekt entweder zur Munitionsgewinnung oder aber auch, wenn man ja, Sprengstoffe jeglicher Art machen möchte. Zum Beispiel TNT, zum Beispiel Pipebombs, zum Beispiel solche Bodenminen. Also das ist eine lustige Geschichte. Ja, TNT, also damit kann man auch den ein oder anderen Berg zum Einsturz bringen. Vielleicht können wir es mal ausprobieren, wenn wir unseren Keller bauen, ist natürlich riskant. Ich hoffe, ich sprenge jetzt unser Haus weg, das wäre dann ja suboptimal. Aber hey, no risk, no fun, wir können es ja ausprobieren. Und zur Not mache ich mir halt vorher von diesem Spielstand einfach eine Sicherung, falls die Kiste in die Hose geht und wir anfangen unser Haus wegzusprengen, dann, ah mein Gott, dann laden wir halt den Spielstand nochmal. Aber gut, das kann man ja zum Glück machen. Das ist ja kein Problem. Also ich meine, wenn man es vorher ankündigt, ist es ja okay, weil ich glaube, ihr wollt ja wahrscheinlich auch ein bisschen was sehen, ne? Ich könnte auch sagen, nö, das Risiko ist mir zu groß, machen wir nicht, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, nö, lahme Kiste. Sondern wenn, dann möchte ich euch ja auch zeigen, was man hier so alles Schönes machen kann mit TNT. So, da drüben ist auch schon ein Zombie, hat uns nicht gesehen, spannenderweise. Naja, aber ich könnte mal ein Schlückchen trinken, gell? Das wäre gar nicht schlecht. So, dann geht auch die Ausdauer wieder hoch. Können wir nochmal eine Runde Kohle kloppen hier. Und ich glaube, dann haben wir auch schon genug Kohle am Start. Ja, allzu viel mehr bietet jetzt so ein verbranntes Bio meines Wissens nach auch nicht. Ich meine, man kann eigentlich ja relativ gefahrlos durchlaufen, weil soweit mir bekannt gibt es hier keine Hunde. Die gab es wohl früher, meine ich, aber in der Alpha 10 gibt es diese Hunde hier nicht mehr. Die gibt es dann nur noch im verbrannten Biom und bei Scheunen gibt es, glaube ich, noch. Also ich rede hier jeweils immer von der Random Map, ne? Also nicht von Neverskane, sondern von der Random Map. Neverskane ist, wie gesagt, schon eine andere Erfahrung. Da kommen ja bereits in kleineren Häuseransammlungen vermehrt Hunde vor und der Respawn in diesen Siedlungen ist ja mal ziemlich hässlich. Also da darf man sich nicht drauf verlassen. 62 Kohle kommen zwei immer noch, dann haben wir ein Stack voll. Wir machen da schließlich keine halben Sachen. Und ich glaube, mit 64 Kohle kann man einiges anfangen. So, okay, das wäre erledigt. Ja, latschen wir mal eine Runde weiter. Hier ist eine kleine Ruine, die schauen wir uns auch noch kurz an. Da diese Cinderblocks hier, die kann man auch prima verwenden, um Gravel herzustellen. Die legt man einfach in den Prozessor. Ich sag immer Prozessor, also ins Crafting-Fenster. Und dann kann man Gravel herstellen. Speziell dann toll, wenn man zum Beispiel Cobblestone Rocks macht oder auch wenn man mit Zement was bauen möchte, also mit Beton was bauen möchte, das ist dann auch nicht schlecht. Aber gut, wir brauchen es ja nicht, also von dem her aktuell zumindest
Haben wir die Notwendigkeit nicht, aber hey, wenn ich schon mal da bin, komm, dann nehme ich's mit. Dann nehme ich's mit. So, ein Wackler, habe die Ehre. Servus. Wie geht's? Alles gut? Ja, ich lieg halt so rum, ne? Tja, kann passieren. Also, wir nehmen den Scheiß mit. Wenn wir schon mal da sind, nichts wird zurückgelassen. Und speziell so diese Müllbeutel sollte man natürlich auch immer durchsuchen. Ja, weil es sind einfach meistens auch Federn drin oder auch Bullet Casings. Und warum sollte man die hier lassen? Das wäre ja gerade übrig. Muss man sicher nicht herstellen, zumal Brass ja jetzt auch nicht unbedingt so, ja, prima zu finden ist, ne? Man kann es durch spezielle Loot-Vorgänge kann man es finden, aber ich kann jetzt Brass nicht gewinnen, indem ich, ja komm, jetzt schulde mal mit, indem ich irgendwie zum Mining gehe oder so. Das geht leider nicht. Also das ist auch schade, wie ich persönlich finde, weil ich denke, sowas wie Rebrass sollte man auch aus der Mine gewinnen können. Aber vielleicht kommt's noch, keine Ahnung. Man weiß ja nicht, was die Funpimps sonst noch alles im Petto haben, was sie sich noch so vorgestellt haben. Und so ein 7 Days to Die Profi bin ich da auch nicht, dass ich da alles wüsste, was die Kollegen vorhaben. Ne? Also deswegen, oh, das hat sich jetzt gerade mal gelohnt. 30 Federn, nicht schlecht. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Ich freue mich auch auf die Alpha 11, die jetzt dann irgendwann demnächst kommen soll. Angekündigt war sie, denke ich, glaube ich, für Ende Februar, Anfang März. Aber ich meine, ankündigen und dann tatsächlich releasen, das sind immer so zwei Paar Stiefel, ne? Deswegen, ich bin immer vorsichtig bei sowas. Ich habe schon mal dieses Zitat bemüht. Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum und da ist leider was Wahres dran. Lass denen irgendwas dazwischen kommen, irgendwas, was überhaupt nicht funktioniert und schon ist es vorbei und die können sich den Plan sonst wohin stecken und dann dauert das Ganze plötzlich länger. Ne? Also deswegen sollte man sie nicht darauf festnageln, dass es jetzt auch wirklich Ende Februar kommen soll. Was haben wir hier? Urban Combat brauchen wir nicht, schmeißen wir weg. Standardbücher, was wir noch brauchen, ist so dieses MacGyver-Buch. Ja, das ist natürlich eine Anspielung auf MacGyver. Ist klar, wer kennt MacGyver nicht? Also jeder, der die 80er erlebt hat, der kennt MacGyver, der kennt A-Team, der kennt, was war damals noch so populär, Knight Rider natürlich, ne? So die ganzen alten Kultserien. Vielleicht kennt der eine oder andere auch noch Airwolf und Street Hawk und hast du nicht gesehen? Ja, ich weiß, ich bin schon alt, ja. Aber es waren trotzdem tolle Serien, die man damals angeschaut hat, ne? In den 90ern war ja dann Baywatch aktuell. Hat mir ja bloß die hübschen Babes angeschaut und den hechelnden David Hasselhoff, der da daneben stand und versucht hat, einen auf dicke Hose zu machen. Naja, das waren so die 80er, 90er. Meine Herren, die Zeit vergeht schlimm. Ewigkeiten schon her. Ja, und sowas erkennt man dann erst, wie alt man wird. Was waren denn eure Serien aus der Kindheit, wo euch in Erinnerung geblieben sind? Also falls da der eine oder andere Kommentar kommt, ich freue mich über so, also muss dazwischendrin mal so ein paar Informationen kriegt, wie es so den anderen ergangen ist. Finde ich mal ganz witzig. Dann Ofen haben wir schon. Also ihr seht schon, das Ding heißt nicht umsonst verbranntes Biom, das sieht tatsächlich immer so aus hier. Da ist nicht wirklich viel zu holen. Sieht nicht gut aus, ne. Wenigstens sind keine Hunde da und man merkt schon, also es ist nicht großartig riskant hier jetzt rumzujuppeln. Also finde ich jetzt zumindest. Ich habe ja eigentlich noch nie was Großartiges gefunden, also wo ich sage, boah, das hat sich jetzt echt gelohnt, dass ich hierher gegangen bin. Außer halt, wenn man weiß, Mensch, ja okay, ich brauche mal Kohle oder sowas, dann ist natürlich optimal, wenn du weißt, ja gut, es ist nicht weit weg, so ein verbranntes Biom und du kannst dir mal richtig Gas geben, ne? Nimmst die Pickaxe mit, 1, 2, 3, oh, hier ist ein Viech gestorben. Oder auch, wenn du einfach mal in Ruhe irgendwas looten willst und du sagst, boah, jetzt will ich bloß mal, keine Ahnung, ja, ich brauche jede Menge Federn oder sowas, dann ist es ja auch nicht verkehrt, weil hier findest du das Zeug wirklich gut. Oder auch diese Cinderblocks, wenn du Gravel brauchst. Kannst du natürlich auch Bergbau machen, logisch, aber es ist ein bisschen umständlich, also da gehe ich lieber hierher. Wenn ich weiß, das ist irgendwo in der Nähe, dann hole ich die mir hier raus. Repair Tool, ja komm, das wird gleich mal verarbeitet hier. Scrap Iron, alles klar. Wobei, dann können wir den hier, glaube ich, auch gleich zu Scrap Iron verarbeiten. Die Dosen hätte ich auch machen können, ich weiß. Aber da
Warte ich noch, bis ich eine gerade Anzahl habe, weil zwei Dosen ergeben ein Scrap Iron und eins würde ich jetzt herschenken, wenn ich jetzt schon veredel. Und das will ich natürlich nicht. So, jetzt haben wir schon. Jetzt haben wir 16. Oh, Brass gefunden. Sehr schön. Also hier 16 sind 8 Scrap Iron. Passt. Und dieses Brass kann ich auch gleich verarbeiten. Gibt 4 Stück. Prima. Freut sich die Forge. Wunderbar. Ja, hier ist echt nichts los. Mein Gott. Oh, was ist das da hinten? Habe ich ein Gebäude gesehen? Das sieht interessant aus. Das schauen wir uns an. Das schauen wir uns an. Hier ist ja richtig was los, ey. Wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier gelandet, Freunde? Das ist ja wild. Das ist ja fast wie eine kleine Stadt. Wow. Sapperlot. Hallo. Grüß Gott. Ui. Hallo, wo sind die Frames? Waren kurz weg. Das ist ja wild hier. Das ist ja Wahnsinn. Oder ist... Oh, das... Nee, das ist ein... Das ist Biomwechsel, oder? Täusche ich mich da jetzt. Ist das ein Biomwechsel? Nicht, dass ich jetzt versehentlich im zerstörten Biom bin? Und mich dann von den Hunden wegknallen lasse? Nee, okay, sieht nicht so aus. Nee, das ist schon noch verbranntes Biom. Cool. Das ist das Schöne an der Random Map, Freunde. Das habe ich schon mal, also das habe ich gemeint mit, du weißt nie, was dich erwartet. Das ist, da kann jetzt alles drin sein oder auch nichts. Ne? Also da können wir jetzt fürchterlich auf die Schnauze fliegen hier. Oder wir finden was Geiles. Lassen wir uns überraschen. Ja, komm, wir kloppen uns da mal rein. Was soll passieren? Außer, dass wir sterben und alles verlieren, was wir dabei haben, ne? Okay. Mein Gott, diese Zombie-Geräusche machen mich ganz wahnsinnig. Ich habe schon gedacht, wir haben Aggro gezogen, aber nee. Alles ist gut im Moment. Aber hier kloppen die Zombies. Hier scheinen Zombies drin zu sein. Okay, komm. Wir machen mal hier einen auf Sicherheit. Wir machen hier mal zu. Das ist mir ansonsten zu heiß. Nennt mich Schisser, aber ich bin da einfach mal vorsichtig. Die sind hier drin. Hier ist irgendjemand drin, das kann ich mir anders nicht erklären. So wie die hier rumkloppen. Hier muss jemand drin sein. Also, wir fangen hier mal zu kloppen an. Und essen muss ich auch bald wieder was. Sind wir die ganze Zeit gerannt, ne? Und Rennen verbraucht sehr viel Power. Ist ja auch logisch, also es ist ja, ja realistisch, ne? Ich meine, wenn ihr der ganze Tag rennt, dann habt ihr wahrscheinlich auch Hunger am Ende des Tages, ne? Von dem her, das passt schon. Wenn wir vermutlich doch noch jagen gehen müssen. So, Buch gibt's hier keins, schade. Aber es gibt Stühle. Nehmen wir mal alle mit. Sag mal, 12 Old Chairs und 4 Wood Chairs. Also ich nehme die einfach mal mit, ne, weil wir für unsere Hütte ja auch noch ein bisschen Möbel brauchen. Na, das hat sich doch schon wieder gelohnt. Brass, sehr hübsch. Ah, dann können wir das eigentlich auch gleich noch mitnehmen, gell? So, wir sind noch nicht Sens, da ist ein Fernseher. Boah. Schade, den kann ich nicht mitnehmen. Okay, wir sind undetected. Also irgendjemand hat hier echt ein Problem und führt sich auf. Hm. Was zu essen? Ja, nehme ich gerne mit. Wenn es denn sein muss, gell? Das hilft. Das hat jetzt sogar auch zusätzlich Hydration gebracht. Was ist das? Tungsten? Ne, den könntest du behalten. Den Tungsten, den brauchen wir nicht. Aber die Sessel hier kann ich nicht mitnehmen. Ne, schade. Wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Oh, das hier könnte ich mitnehmen. Ledercouch. Ja, ist ja schon recht gediegen, ne? Hier hätten wir noch ein hübsches Bild. Ja, jetzt schauen wir erstmal, was wir sonst noch so alles finden. Was ist hier drin? Ja, jetzt könnte ich mit der Axt noch das restliche Holz wegknallen, ich weiß, aber hey.
Da bin ich jetzt zu faul zum Wechseln. Jetzt kloppen wir das Ding hier erstmal kaputt. Kaputt! So, guten Tag. Was gibt's hier Schönes? Die Küche. Da gibt's bestimmt was zu essen, hoffe ich mal zumindest. Geiler Kühlschrank. Nicht schlecht. Da gibt's einmal Schwein roh. Okay. Das will ich jetzt natürlich ungern an mich nehmen, weil das würde bedeuten wieder, wir stinken bis zum jüngsten Tag, auch klar. Das ist ja nett, was wir hier gefunden haben. Das ist also nicht schlecht, da hätten wir was zu essen. Sehr hübsch. Hier ist Glas. Ich sehe schon, ich will wieder jede Menge Zeug mitnehmen und muss mich dann am Ende entscheiden. Der Ofen würde mich anlachen, ganz ehrlich. Den Ofen mitnehmen, das wäre doch super. Der würde doch super in die Küche passen, oder? Mal ganz ehrlich, bei uns. Wir haben ja diese Theken hier, da haben wir zwei Stück. Der Ofen, der wird mich echt anlachen. So ein Kühlschrank wäre auch ein lustiges Gimmick. Ja, wir haben ja eine Essenskiste. Also den Ofen, den Gedanken halte ich mal fest. Vielleicht nehme ich den mit. Papier, Gunpowder, lasse ich mal da, brauche ich nicht. Gunpowder, also haben wir mehr als genug Gunpowder bei uns. Aber sowas von mehr als genug. Und ich überlege, ich glaube über 1000 Gunpowder bei uns in der Hütte. Da lohnt sich's natürlich, wenn man zu mehr unterwegs ist, ne? Weil dann muss man jetzt ständig hin und her rennen und das Inventar entrümpeln. So. Naja, das hier hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, glaube ich. Ne, hier ist nichts von Wert. Gehen wir mal weiter. Genau, da hätten wir hier genauso gut reingucken können. Hier geht's nach oben. Okay, aber wir sind da unten ja noch nicht fertig, ne? Wir wollen hier noch weitermachen. Wie sieht's aus? Wir sind immer noch undetected, okay. Machen wir weiter. Was soll's? Wir haben ja Zeit. Es ist erst 1:45 Uhr nachmittags, also kein Stress, kein Problem. Alles ist gut. Ja, nehmen wir auch mit. Ach, ich habe ja echt gehofft, vielleicht mal einen Beaker zum finden, aber naja. Ja, es ist halt wie immer, ne? Man sucht irgendwas und findet nichts.